Ob nun G7, G8 oder G20, lassen wir mal diese Frage nach hinten stellen. Lieber sprechen wir Arnim Staub über diese Forderungen an Wladimir Putin. Erläutern Sie die uns noch ein Stück weit, bitte. Ja, ich fasse es noch mal zusammen. Es sind vier Forderungen. Einerseits soll Putin zeigen, dass er bereit ist, konstruktiv mit dem neuen und frei gewählten Präsidenten der Ukraine zusammenzuarbeiten. Er soll die Gasversorgung der Ukraine sichern und damit halt nicht weiter politischen Druck auszuüben und zur Destabilisierung der Ukraine etwa beizutragen. Und die zwei weiteren Forderungen betreffen die Grenze. Einmal soll Russland dafür sorgen, dass keine weiteren bewaffneten Kräfte aus Russland in die Ukraine einsickern. Und Russland soll auch die an der Grenze zur Ukraine stationierten eigenen Truppen endlich zurückziehen und damit auch dieses Drohpotenzial abbauen. Jetzt sitzen ja noch in Brüssel die G7-Staaten zusammen. Arrangieren Sie sich, wie Sie sich gegenüber Wladimir Putin verhalten wollen. Aber heute Abend zieht ja dieser ganze politische Wanderzirkus weiter nach Paris und nach Frankreich. Morgen dann die Feierlichkeiten, Zweiter Weltkrieg, 70 Jahre vorbei, die Landung der Alliierten in der Normandie. Ist denn da eine Art Durchbruch zu erwarten? Denn da kommt ja Wladimir Putin. Ja, ich würde die Erwartungen nicht zu hoch, aber vielleicht auch nicht zu niedrig ansetzen. Also, heute Abend trifft ja der französische Präsident Hollande Putin zu einem Abendessen. Das ist natürlich eine Sache, wo viel Zeit ist, um diese vier Forderungen, die die G7 ausgesprochen haben, zu diskutieren und auch Putins Reaktion darauf zu prüfen. Andererseits, das, was in der Normandie stattfindet, ist natürlich eine Sache, die betrifft die Vergangenheit. Hier geht es auch um die unglaubliche Leistung, die die russische Armee und auch die russische Bevölkerung geleistet haben für den Sieg über Hitler-Deutschland. Und das ist wirklich eine andere Baustelle als die aktuelle Politik. Hier geht es nicht um die Person von Wladimir Putin. Hier geht es wirklich um Russland und seine Leistung im Zweiten Weltkrieg. Andererseits ist natürlich die Möglichkeit, auch am Rande dieser Veranstaltung miteinander zu reden und vielleicht einen Gesprächsfaden wieder anzuknüpfen. Also ich würde irgendwie die Erwartungen hier in der Mitte ansetzen zwischen zu optimistisch und zu pessimistisch. Arnim Staub, zum Ende unseres Gesprächs noch mal eine Frage mit der Bitte um Einschätzung. Sie hören ja viel das Parkettgeflüster. Ist Wladimir Putin wirklich in einer ganz anderen Welt als der Westen? Oder umgekehrt gesprochen, ist der Westen in einer ganz anderen Welt als Wladimir Putin? Oder könnte es da in den nächsten Wochen vielleicht doch zu einem Durchbruch kommen und wieder zu einer Art Deeskalation? Es ist natürlich die Annexion der Krim. Das ist ein Fakt und der ist betonhart. Putin wird keine Bewegung zeigen, um davon wieder zurückzukommen. Das könnte er überhaupt nicht vor seiner eigenen Bevölkerung vertreten. Da würde er völlig das Gesicht verlieren. Auf der anderen Seite kann der Westen einen solchen Bruch des Völkerrechts und eine solche Handlung, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form nicht gegeben hat, kann der Westen nicht einfach durchgehen lassen. Also hier sind Fakten, die einer Annäherung im Weg stehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt Putin und westliche Staatsführer sich überhaupt nicht mehr verstehen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten zu analysieren, wie und warum das Verhalten von Russland und Putin zustande gekommen ist. Aber man wird weiterhin miteinander reden. Man ist ja auch in vieler Hinsicht auch für die Lösung internationaler Krisen aufeinander angewiesen. Aber wie gesagt, diese Annexion der Krim, das steht doch betonhart zwischen den beiden Lagern. Meint Arnim Staub für uns aus Brüssel. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Ihnen einen guten Tag dorthin. Danke.